Dieser Mann ist bei jedem Deutschen zu Hause, auch bei dir zu Hause. Und das mit sehr, sehr großer Sicherheit. Ich habe hier den Archie neben mir sitzen. Hey Archie. Grüß dich. Freue mich, dass ich hier bin. Archie ist, und ich habe mir ein paar Dinge vorher aufgeschrieben, um das auch sauber rüberzubringen. Ja. Hier steht, ein glücklicher Mensch, lebt auf, wir kommen gleich zu den Details, lebt auf 3 Kontinenten, ein absoluter Powermensch, über 1 Milliarde Grußkarten hast du verkauft. Mhm. Du hast die größte Lichtshow der Welt veranstaltet. Stimmt. Und du hast jedes zweite Jahr 1 Millionenseller gemacht. Mhm. Liebe Leute, vielleicht kennt ihr ihn noch nicht, aber ihr lernt ihn jetzt kennen. Also unglaublich, also allein diese Fakten sprechen für sich, dass du dieses Video nicht verpassen solltest. Viel Spaß dabei. Cool. Und da sitzen wir jetzt. Da sitzen wir. Archie, ich habe so viele Fakten aufgezählt und tatsächlich interessiert mich als allererstes, du hast jedes zweite Jahr 1 Millionenseller gemacht. Mhm. Wie geht das denn? Naja, ich meine, das ist jetzt nicht so ganz einfach zu erklären, weil einmal braucht man ja eine Idee, das zweite brauchst du ein gutes Marketingkonzept und das dritte brauchst du einen guten Vertrieb. Du musst ja irgendwo mit deinen Ideen zum Endverbraucher kommen. Ja? Und das ist jetzt eine lange Geschichte. Ich habe halt eine Firma gehabt, die, ich sage gehabt, seit 10 Jahren bin ich ein freier Mensch. Ich hatte vorher 350 Mitarbeiter. Jetzt lizenziere ich nur noch meine Ideen. Aber wenn du eine Firma hast und du hast einen Vertrieb und du hast Ideen und du bist dein eigener Boss, dann kannst du natürlich sagen, das ist eine tolle Idee und die bringe ich auf den Markt. Und wenn du dann weißt, wie man sowas macht, weil das muss ja dann auch alles produziert werden, also du musst Kontakte haben nach Asien, du musst eine gute Verkaufsmannschaft haben, damit deine Idee überhaupt zum Verbraucher kommt. Ne? Aber alle zwei Jahre eine große Idee ist schon eine Herausforderung. Da sind also auch viele Ideen bei, die floppen. Aber so alle 2 Jahre hatte ich Millionseller dabei. Wahnsinn. Ja. Du hast gesagt, seit 10 Jahren bin ich frei. Davor hatte ich 350 Mitarbeiter. Mhm. Weißt du, ich erzähle auf meinem Kanal immer davon. Und das beeindruckt ja auch viele Leute. Und es ist ja für viele kaum vorstellbar, dass ich jetzt mein Vertriebsteam einlade. Das sind 40 Mitarbeiter. Ich finde das Wahnsinn. Mhm. 350. Ist eine ganz andere Hausnummer. Meine Frage ist, wieso hat dich das frei gemacht, als du das hinter dir gelassen hast? Ja. Wieso hast du das überhaupt hinter dir gelassen? Pass auf, es sind im Grunde genommen 2 ganz verschiedene Berufe, die man ausüben muss. Das eine ist das Kreative. Ja? Und der Kreative ist selten ein guter Manager. Und bei vielen Kreativen fängt es an, du hast eine Idee, dann will aber keiner die Idee umsetzen. Also, was bleibt dir anders übrig, als es selber zu machen? So, und jetzt fängt die Falle an. Jetzt bist du nämlich auf der einen Seite ein Kreativer und auf der anderen Seite bist du aber auch verantwortlich, dass das Produkt produziert wird und vertrieben wird. Und jetzt wirst du Manager. Und wenn ein Kreativer Manager wird, dann geht es meistens in die Hose. Bei mir ist es gut gegangen, weil ich nämlich im Grunde genommen seit meinem 16. Lebensjahr weiß, ich bin irgendwie in so einer Zwickmühle. Weißt du, ich bin eigentlich ein Künstler, Kreativer. Mein Vater hat gesagt, lern was Anständiges. Also habe ich Bankkaufmann gelernt, Betriebswirtschaft gemacht. Ja. Aber das war nicht das wahre Ich. Nee, das kann ich mir auch gerade, wenn wir so voreinander sitzen, gar nicht so richtig vorstellen. Ja, aber du, ich war mal so mit Anzug, Krawatte und so. Ne? Aber da habe ich mich so ein bisschen verbogen. Das war nicht mein wirkliches Ich. Aber wenn du eine Idee hast, brennst dafür und es ist keiner da, dann startest du halt selber eine Firma. Denkst aber auch nicht groß drüber nach, wie sich das entwickelt. Und so wird die Firma immer größer, immer größer, immer größer. Und bei 350 Mitarbeitern, das war dann am Schluss eine AG, dann hast du einen Vorstand, ich war der Vorstandsvorsitzende, ne? Mhm. Und habe einen Aufsichtsrat und da muss alles vorbereitet werden und Formvorschriften und 350 Mitarbeiter. Und plötzlich ist der Kreative total unglücklich, weil er eine große Firma am Hals hat. Ja? Ist ja gar nicht schlimm. Also ich meine, es ist ja auch super, wenn du sehen kannst, was aus deiner Idee geworden ist. Ne? Wenn du plötzlich eine richtige Firma hast, eine AG, ein richtiges Gebäude. Ja, du siehst, jeden Tag kommen Leute, Besucher. Ich hatte auch sehr viele Promis bei mir, die so einfach mit mir auch arbeiten wollten. Ne? Und du weißt einfach, du hast das mit geschaffen. Das gibt dir natürlich auch ein gutes Gefühl. Aber es ist trotzdem eine Täuschung gewesen.
Weil der Kreative und der Manager sind eigentlich zwei verschiedene, müssten zwei verschiedene Personen sein mit zwei verschiedenen Anforderungsprofilen. Und ich habe natürlich auch Manager um mich herum gehabt, aber ich habe letztlich ja auch immer die Verantwortung gehabt. Und das war eine Belastung. Wenn du nachher 350 Leute hast, du wirst ja in alles involviert. Wie lösen wir das? Kaufen wir jetzt für ein paar Millionen eine Pictolite-Anlage? Verändern wir den Standort? Und so weiter. Ja? Und meine Kreativität wurde immer mehr eingeengt durch das Tagesgeschäft. Und darum war der Punkt, als ich dann aus dieser Firma raus bin, ein Punkt wie Befreiung. So ungefähr. Jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, was ich wirklich bin. Nämlich ein Kreativer, ein Visionär, ein Erfinder von Produkten, immer so auf der Jagd nach dem Neuen. Ja? Das ist das eigentliche Ich. Und so kann man sagen, habe ich mich auch gefunden. Ne? Und das war ein langer Irrweg von dem 16-jährigen Rockmusiker und Maler, der dann in das Kaufmännische ging, der nachher eine eigene Firma hatte und dann letztlich wieder zurückkommt zu dem Punkt, wo er sagt, ich bin jetzt kreativ, ich lizenziere nur noch meine Ideen, ich manage nicht mehr, sondern ich hatte natürlich nach 20 Jahren Aufbau dieser Firma und 50 Millionen Umsatz, habe ich natürlich auch einen guten Ruf in der Branche gehabt und jeder wollte mit mir arbeiten, also konnte ich meine Ideen auch lizenzieren. So, das war jetzt viel Antworten. Ja, sehr mega inspirierend. Wir haben ja unglaublich viele junge Leute, auch die uns gerade zuschauen. Ja. Und da sind auch viele dabei, wo ich genau weiß, die sind gerade vielleicht in einem Studiengang, der ihnen nicht richtig gefällt. Oder vielleicht stehen sie auch jeden Tag in der Bank, obwohl sie in Wirklichkeit auch ein Künstler sind. Obwohl sie vielleicht die Haare gerne ein Stück länger hätten. Hier drei Tattoos, Mami und Papi sagen nein. Und sie sind in ein Leben eingezwängt, wo sie sagen, hey, ich will eigentlich von meinem Herzen was anderes. Yeah. Ich will mich gern befreien, wie so eine Zwangsjacke, die man einfach wegschmeißt. Wie hast du das gemacht? Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du diesen Weg gefunden? Also erstmal muss ich sagen, dieses Gefühl, das kann ich natürlich ganz genau nachvollziehen. Ich war... Als 16-Jähriger habe ich dir gesagt, war ich Rockmusiker, ja. Und ich arbeitete dann aber schon in der Bank. Ich habe eine Banklehre gemacht. Und wir als Band waren dann auch schon ziemlich bekannt und waren in der Presse. Und dann rief mich der Vorgesetzte und sagte, hören Sie mal, sind Sie das hier? Also so ein bisschen längere Haare und so. Und dann, ich merkte, diese beiden Sachen passen überhaupt nicht so zusammen, ja. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem, was ganz viele Menschen haben, was ich immer wieder merke, dass sie in falschen Berufen gelandet sind, weil sie sich nicht getraut haben, rauszukommen aus dem Ganzen. Ja? Man fängt irgendwo an und kriegt einen Tipp, komm mal, das guck mal hier, ne? Es geht ja auch um Geld verdienen in erster Linie, ne? Mit jungen Jahren. Hast du große materielle Ziele auch, ne? Du willst den tollen Wagen haben oder die tolle Wohnung oder willst der Freundin was bieten. Ne? Und dann ist natürlich, dann guckst du, wo kann ich Geld verdienen? Und dann ist man sehr häufig nur geldorientiert erstmal. Dann sagt einer, hey, hab einen Job, ne? Da kannst du unheimlich Kohle machen und so. Und dann springst du da drauf. Und wenn Leute einmal drin sind und sind in so einer Routine, dann fällt es schwer rauszukommen. Und der Punkt, wie man rauskommt, das war ja deine eigentliche Frage, wie kommt man aus so einem Kreislauf raus, hat aus meiner Sicht so ein bisschen was mit Bewusstsein zu tun. Dass du dir irgendwann mal die Frage stellst, weil die meisten kommen nicht mehr im Tagesgeschäft dazu, sich Fragen zu stellen. Ja? Dass sie wirklich Fragen stellen nach dem Motto, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was sind meine besonderen Talente und Fähigkeiten? Und wo kitzelt mich das Leben? Wo habe ich, ne? Was macht mir wirklich Spaß? Und dann nochmal versuchen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, das mache ich jetzt. Das ist mit das größte Problem, weil man wieder auf der einen Seite die Sicherheit nicht aufgeben kann, man auch nicht, ne, weil die Miete läuft und das Auto muss bezahlt werden. Also kann man nicht alles hinschmeißen und sagen, ich werde jetzt Künstler. Da muss man dann einen intelligenten Plan haben. Aber ich kann jedem nur raten, das zu tun, weil wenn du es nicht tust, dann landest du in dieser Mühle. Und dann bist du eigentlich ziemlich unglücklich und wirst eigentlich von Jahr zu Jahr unglücklicher. Mein Sohn hat 4 Jahre Management studiert in Amerika, war ist so einer der jüngsten Master Consultant gewesen und fing dann an, in Unternehmen zu gehen und hatte da mit den alten Säcken, sagte er, zu tun, mit den Managern, die sich von einem jungen 21-Jährigen nichts erzählen lassen wollen. Und da sagte der, ich bin doch nicht, kann doch nicht mein Job sein, diesen alten Säcken mein Wissen weiterzugeben und die blocken mich eh, weil sie es eh alles besser wissen.
Und dann hat er für sich erkannt, das kann es nicht sein. Und hat gesagt, ich will das nicht machen, meine Leidenschaft ist Fotografie. Und dann hat er nochmal ganz neu angefangen, hat also 4 Jahre lang Management studiert. Da konnte ich immer sagen, das war so wie bei mir, rausgeschmissene Zeit ist es auch nicht. Aber es bringt dich etwas vom Weg ab. Und da musst du schon stark sein. Und er hat dann einen Fernkurs gemacht für Fotografie in New York, ist nach Los Angeles gegangen, ist so ins kalte Wasser gesprungen, hat sich beim Fotografen mit eingemietet und ist heute Modefotograf und ist unheimlich happy und froh, dass er das gemacht hat. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn wir jetzt junge Leute haben, die da zuschauen, das ist der Punkt, solche Stories müssen verbreitet werden. Ja? Du musst eigentlich dich selber entwickeln, du musst dich selber erkennen, wer bist du, was hast du für Fähigkeiten, was hast du für Talente, wie sind deine Persönlichkeitsmerkmale, weil das muss alles koordinieren, das muss alles passen. Ja? Wenn du gerne reist, ne? Oder es gibt Leute, die reisen überhaupt nicht gerne, die haben Angst vom Fliegen, dann wäre ein Job, wo du dauernd reisen musst, würde nicht deine Persönlichkeit entsprechen. Ne? Oder der eine, der lebt nur gerne auf dem Land, ne? Da wäre kein Stadtjob irgendwie gut, ne? Oder wo er immer in großen Städten sein muss. Ne? Also die Frage, die Kernfrage ist immer, gerade für junge Leute, die am Anfang stehen, rauszufinden ein bisschen, und da fehlen manchmal Leute, darum sind Coaches so wichtig, dass einfach Leute intelligente Fragen stellen und sagen, ja, überleg doch mal, worauf hast du Bock? Was ist dein Ding? Wo kribbelt es bei dir? Wo hast du deine Talente? So, und wenn man dann genau guckt, dann kommt man häufig zu Erkenntnissen, dass man sagt, ja, ich habe das oder das Talent, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Das ist schon wieder eine Betrachtung. Mhm. Ne? Und das ist, im Grunde genommen ist es nur eine Rechtfertigung, eine Bequemlichkeit, nicht das zu machen, was man eigentlich spürt, was man machen sollte. Und dann sagt man, ja, aber man hat dauernd Argumente, warum es nicht geht. Ja, das ist Verrückte, warum? Ich meine, damit blockiert man sich selber in den Weg. Und letztlich, meine ich, muss das Leben Spaß machen. Es muss Freude bereiten. Es muss zu dir irgendwie passen. Du musst dir das Leben so einrichten. Du musst dein Leben auch lenken. Ich meine, das ist jetzt eine ganze Menge, was wir hier alles so quatschen. Aber es geht um eine gewisse Ursächlichkeit im Leben. Dass man das Leben so kreiert, wie man es gerne möchte. Du wohnst ja jetzt auch hier. Ja? Warum wohnst du hier? Weil das immer mein Traum war und ich gefühlt habe, dass ich das machen muss. Genau. Es gibt ja Dinge, da fühlst du, das muss ich machen. Mhm. Und dann gibt es einfach nur zwei Sachen. Entweder du hast ganz viele Gründe, warum du es nicht machst, du glaubst diesen Gründen, oder du findest einen Weg. Mhm. Egal wie lange es dauert. Und das ist, deswegen höre ich auch gerade so gespannt zu, weil es unglaublich inspirierend ist. Die Wahrheit liegt ja oft in ganz einfachen Sätzen, wo jeder Mensch sagen würde, Moment, was er da erzählt, das ist ja wahr, das stimmt ja, das weiß ich eigentlich, aber ich erinnere mich oft nicht dran. Das ist der Punkt, ne? Wir wissen, innerlich wissen wir eigentlich, wir wissen alles eigentlich, aber unser Wissen wird irgendwie zugeballert mit allen möglichen komischen Betrachtungen oder so, ne? Und was ich eigentlich immer jungen Menschen gerne sage, ist, ihr müsst einfach kapieren, ich benutze da verschiedene Ausdrücke für. Ne? Ich sage so, der Regisseur im Leben zu sein oder der Maler, der irgendwie die Zukunft sich ausmalt. Aber der im Grunde genommen der Schöpfer des Lebens ist, der es kreiert, der es erschafft. Ja? Und man muss kapieren, gerade junge Leute müssen kapieren, ihr habt es in der Hand, euer Leben wirklich zu lenken. Viele unterliegen natürlich den Einflüssen, der Vater sagt, hey Junge, du machst jetzt das. Da muss man gucken, ne? Dass da nicht so viele in dem eigenen Leben rumfuschen. Ne? Aber man muss sich eigentlich selber erkennen und man muss wissen, so, wo hätte ich Bock drauf? Wo sehe ich auch einen Sinn drin? Was gibt mir bestimmte Befriedigung im Leben? Weil es ist ja nicht nur das Geld verdienen. Das ist natürlich bei jungen Menschen erstmal so, weißt du, ich habe ja auch studiert und wenn du studierst, dann kriegst du, damals gab es 300 D-Mark im Monat an BAföG, ne, an Unterstützung. So, und da kannst du natürlich nichts groß reißen. Und wenn dann das Studium vorbei ist und du verdienst das erste Mal und kriegst 2.500 oder was ich damals bekommen habe oder 3.000, das ist natürlich wow. Und dann hast du materielle Ziele und dann willst du ein Auto haben und dann willst du natürlich nicht mehr zu Hause wohnen, eine schöne Wohnung haben. Also die materiellen Ziele sind dann vorrangig und dafür braucht man natürlich auch Geld, ne? Ganz klar. Aber trotzdem muss man gucken,
wo, in welchem Bereich kann ich auch meine Fähigkeiten und Talente einbringen, wo kann man auch Geld verdienen? Weil das ist dann so der nächste Schritt. Du siehst, das baut alles auf. Ne? Erstmal sich entdecken, wer bin ich überhaupt? Wer will ich sein? Weil man muss ja nicht alles als gegeben hinnehmen. Man kann ja auch sein Leben verändern. Man kann ja auch, wenn ich jetzt ein talentierter Klavierspieler bin, dann heißt das ja nicht automatisch, dass ich als Klavierspieler erfolgreich sein muss. Ja? Es kann ja sein, dass ich sage, nee, ich bin eigentlich lieber ein Verkäufer, ich bin gern mit Menschen zusammen und entwickle meine Persönlichkeit in die Richtung. Und wenn, je nachdem, was für Ansprüche du ans Leben hast, jeder hat ja einen anderen Anspruch. Der eine sagt, ich will im Schloss leben und der andere sagt, nö, mir reicht was ganz Einfaches. Aber wenn du eben große materielle Ziele hast, dann musst du natürlich auch immer die Frage stellen, und wo kann ich das verdienen? In welchem Beruf? Mit welcher Tätigkeit? Wer muss ich sein? Was fehlt mir dazu, das zu sein? Also es ist eine, ganz, ist eine Kette von Sachen, die man sich fragen muss. Und da wünsche ich mir manchmal, dass da auch schon in der Schule viel mehr vorbereitet wird in der Richtung, weil was wir da alles lernen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war, also 90% brauchte ich nicht, außer dass ich sagen kann, ich habe eine Allgemeinbildung, ja. Aber ich wurde nicht aufs Leben vorbereitet. Mir hat man nicht gesagt, wie man das so macht, wie man seine Talente und Fähigkeiten zum Beispiel entdeckt oder welche Berufe, welche Chancen man hat und wie man Probleme löst und wie man eine Beziehung aufbaut. Das sind alles Dinge, die lernt man nicht. Wo lernt man das? Also das Wahnsinnige ist ja, jetzt bin ich ein paar Jährchen jünger und auch bei mir keine Veränderung. Und ich befürchte, dass das auch, obwohl die Neuroforschung ja so weitergekommen ist in den letzten 200 Jahren, hat sich das System ja nicht verändert. Mhm. Wenn wir das System der Neuroforschung anpassen würden, müssten wir ja 90% über den Haufen schmeißen. Die Kinder würden ja nicht mehr im Klassenzimmer sitzen und auf einem Blatt Papier sich ein Blatt angucken, sondern sie würden direkt daneben in den Wald gehen und das gleiche Blatt Papier anfassen und was davon erleben. Unglaublich spannend, Archie. Deswegen neige ich auch die ganze Zeit dazu, Fragen zu stellen, die mich unglaublich interessieren und andere, die mich interessieren, hinten anzustellen. Jetzt ist allerdings der Titel dieses Videos, ist ja, warum... Ist dieser Mann ist bei jedem Deutschen zu Hause und das ist die Wahrheit. Kannst du uns darüber mal aufklären? Naja, ich bin nicht persönlich zu Hause natürlich, ne? Sondern Kreativität von mir. Du weißt, ich habe eine Grußkartenfirma gehabt und ich bin Comiczeichner und habe meine eigenen Comic-Charaktere. So, und in den Wir blenden hier gerade auch zwischenzeitlich so ein paar Sachen ein von Archie. Okay, und ich habe... meine eigene Comic-Serie habe ich über 100 Millionen Mal verkauft in den 20 Jahren in Deutschland. Also müsste theoretisch jeder Deutsche... 100 Millionen Mal. Ja, 90 Millionen haben wir, glaube ich. Ne? Also müsste theoretisch jeder Deutsche schon mal so eine Karte bekommen haben. Ja, das ist schon Quantität, aber es ist natürlich auch über 20 Jahre. Aber das ist nur die eine Serie. Ich habe natürlich auch andere Karten gemacht. Also ich sehe auf meinem schlauen Blatt, auf dem Handy, über 1 Milliarde Grußkarten verkauft. Ja, genau. Ja, dafür musst du, guck mal, das ist natürlich eine große Nummer, dafür musst du eine Leidenschaft haben, du musst immer am Ball bleiben. Ne? Ich fliege ja um den Planeten, aber ich bin auf allen Messen in Tokio, in Manila, in New York, in Paris und so weiter, immer auf der Jagd nach was Neuem, weil ich wollte diese Branche ein bisschen ja, mit Kreativität auflockern. Die Karten damals waren ziemlich langweilig, da war nichts drauf, die machten nichts. Heute sind ja Karten Musikkarten, 3D-Karten, veredelt bis zum geht nicht mehr und so weiter. Und diese Kreativität, die habe ich über Jahre immer betrieben, immer wieder am Ball. Weißt du, immer wieder wie so ein Jäger über eine Messe, was gibt's Neues, in anderen Branchen geguckt. Ja? Und wenn man dann etwas mit einer Leidenschaft macht, dann hast du ja auch so, ne, die Energie geht da rein. Und dann kommst du auch mit Ideen und realisierst die. Und im Laufe der Jahre addiert sich das und plötzlich bist du so Marktführer, was Kreativität angeht. Du hast eben auch erzählt, es gibt, das weiß ich schon wieder von meinen Fragen, aber das interessiert mich einfach gerade sehr. Und ich weiß, es ist für euch auch wichtig, diese Frage. Du hast eben erzählt, du warst auf Messen und um die Welt gereist und viel auch gearbeitet sicherlich, viel gemacht. Mhm. Und es gibt viele Menschen da draußen, die würden gerne, jeder will am Anfang erstmal Geld verdienen. Viele wollen das, sehen auch nicht so diesen spirituellen Weg, der dann dahinter hoffentlich kommt. Mhm. Und was würdest du Menschen raten, die sagen, ich würde gerne mit geringstmöglichem Aufwand, und sprich ruhig vor, machst du sowieso frei aus deinem Herzen, was du dazu denkst, ich frage die Frage extra so, ich würde gerne mit geringstmöglichem Aufwand viel Geld verdienen. Mhm. Ist ja eigentlich eine smarte Geschichte, ne? Weil viele sagen ja immer, du musst hart arbeiten. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, habe ich hart gearbeitet, hätte ich dir gesagt,
Oh, eigentlich nicht, weil das, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Das fühlt sich ja gar nicht wie Arbeit an. Ja? Aber ich höre das immer wieder von jungen Leuten, dass sie möglichst mit wenig Aufwand sehr viel Kohle machen wollen. Ja? Und die meisten Antworten aller Coaches und Trainer ist ja immer, das schaffst du nicht. Ne? Du musst wirklich Gas geben und du musst immer Overtime und die Extrameile gehen und so weiter. Und das kann ich auch in vielen Dingen bestätigen. Aber es gibt auch andere Stories. Also ja. Das ist jetzt nicht so das Ding, dass ich sage, das ist jetzt so Lebensgesetz. Ja? Ich glaube, dass du, wenn du smart arbeitest und vor allen Dingen, wenn du eine Fähigkeit hast, wenn du dich fokussieren kannst auf etwas, musst du nicht diese 10 Stunden, 12 Stunden und nur noch Company, ja? Kein Privatleben mehr, keine Familie mehr. Totaler Unsinn. Ich merke immer wieder, das Hauptproblem der Menschen und gerade in der heutigen Zeit durch unsere elektronischen Medien ist das Fokussieren auf eine Aufgabe. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, war mal in Amerika eine Umfrage, CEOs, wie viele Stunden arbeitet ihr effektiv am Tag? Und dann haben die das analysiert und sind irgendwie auf den Punkt gekommen, 3 Stunden, 3,5 Stunden. Und da sagte irgendeiner, das ist gelogen. Das sind maximal 2 Stunden. Da haben sie die Untersuchung nochmal gemacht und haben festgestellt, ja, es ist so, es sind nur 2 Stunden. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch in der Lage ist, sagen wir mal 4 Stunden am Tag richtig fokussiert, ohne Störung zu arbeiten, der leistet wahrscheinlich mehr als einer, der 12 Stunden irgendwie über den Tag geht, immer beschäftigt ist, immer meint, er arbeitet, aber wo es nicht fokussiert ist, wo dauernd die Unterbrechungen sind. Hier kommt ein Telefonat, da gehst du dran, legst auf. Ja, Moment mal, wo waren wir denn noch stehen geblieben? Du brauchst wieder Zeit, um reinzukommen. Das heißt ja? Sogar so ungefähr 20 Minuten braucht man vom Gehirn, um überhaupt wieder, ja. Also durchschnittlich. Habe ich auch gelesen, trifft für mich nicht zu, ich komme schneller rein, aber trotzdem, die dauernden Unterbrechungen sind einfach die Killer, ja. Ich habe das mal gemacht, nachdem ich Darren Hardy, kennst du den in Amerika? Der sagte, der frühe Vogel fängt den Wurm, ja. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden und habe von 5 bis 7 Uhr gearbeitet. Keiner hat mich gestört. Das hat auch toll geklappt, weil das waren 2 Stunden effektive Arbeit, ohne Unterbrechung. Exakt meine Morgenroutine. Ja, exakt deine Morgenroutine. Nur ich bin kein Frühaufsteher. Die Folge war, dass ich dann um 8 Uhr und um 9 Uhr müde wurde. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht dieses Gefühl von Müdigkeit. Das passt einfach nicht in meinen Rhythmus. Ja? Aber was sicherlich richtig ist, ist, dass wenn man smart arbeitet, das ist wesentlich besser, und fokussiert arbeitet. Das ist die Lösung. Und das, was ich euch ja immer wieder sage, gerade im Thema Online-Marketing, warum werden die meisten nicht erfolgreich? Dann blinkt Facebook, dann blinkt YouTube, dann blinken die E-Mails, dann blinkt WhatsApp, am besten noch alles zusammen. Und du guckst da wieder drauf und dann saßt du am Ende 2 Stunden an deinem Arbeitsplatz und hast, wenn du ehrlich bist, oft vielleicht sogar gar nichts gemacht. Also du warst aber beschäftigt und dadurch hat man auch das Gefühl, man hat was erledigt. Das fühlt sich auch an wie Arbeit. Ja. Hab mal irgendwie gelesen, Multitasking sei schädlicher als Kiffen fürs Gehirn, ob das so ist. Ist auf jeden Fall nicht gut. Was würdest du, wenn du heute noch mal 18 Jahre alt wärst, was würdest du anders machen? Oh, also ganz eindeutig, ich würde mich mit 18 Jahren viel mehr mit dem Leben beschäftigen, weil ich habe dir ja gesagt, die Schule hat mir nicht das Leben vermittelt. Ich würde also viel mehr rausfinden wollen, erstmal wer ich bin, was meine Talente sind, worüber wir schon gesprochen haben. Ich würde mich mit anderen Leuten auseinandersetzen, die schon erfolgreich geworden sind. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich dich das hier fragen kann. Wie alt bist du heute? 70. 70. Und ich habe gestern Abend habe ich meiner Frau ein Video von dir gezeigt. Aha. Und heute hat mein Team das so zu mir gesagt, dass du 70 bist. Und ich muss sagen, gerade wenn er vor einem sitzt, die Energie, und ihr seht es ja auch, sieht ja wesentlich jünger aus und wesentlich frischer aus als viele Leute mit 70. Ja, sind ja viele heute. Ne? Ich glaube, dass viele Menschen heute, die es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber viele, die 70 sind, sehen nicht aus wie 70. Ne? Kleiden sich anders, geben sich auch ein bisschen anders. Aber ich denke, ein Hauptgrund, um jung zu bleiben, ist einfach so mit der Zeit zu gehen, sich für alles zu interessieren, sich mit jungen Leuten auch zu umgeben, am Leben teilzunehmen, zu gucken, was passiert auf der Welt, was sind die Trends. Ja? Ich beschäftige mich mit Zukunftsforschung. Ich fliege jetzt nach Miami und treffe mich mit einem, der aus China kommt und der Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, studiert. Und wir überlegen, was können wir zusammen machen,
Also solche Themen, mich interessiert die Zukunft, ja. Und viele sagen ja in meinem Alter, ach, ich bin froh, dass ich mehr arbeiten brauche. Aber das ist ja nicht die Zielgruppe, die wir jetzt ansprechen wollen. Exakt. Wir wollen ja die ansprechen, die was aus ihrem Leben machen wollen. Auf welcher Basis triffst du Entscheidungen? Bauchgefühl. Also die Reihenfolge ist zunächst mal Bauchgefühl. Und wenn das Bauchgefühl ja sagt, dann schalte ich meinen Verstand ein und berechne und mache eine Planung. Aber wenn mein Bauchgefühl nein sagt, höre ich sofort auf. Aber das musste ich schmerzhaft lernen. Das, glaube ich, es ist immer schmerzhaft, also, wahrscheinlich, das zu lernen. Wenn ich heute zurückgucke, das ist ja so verlockend. Ne? Ich habe die größte Lichtshow der Welt produziert. Und da hatte ich einen Lichtdesigner, der wurde mir empfohlen. Und der Typ war angeblich so gefragt, er arbeitete mit großen deutschen Bands zusammen, machte Weltevents und sah sich selber als der Superstar. Und du hast aber vom ersten Moment an gefühlt. Und vom ersten Moment an, als ich ihn in Russland habe ich ihn getroffen auf einer Kunstausstellung, war mein Bauchgefühl irgendwie, komischer Typ. Und dann habe ich mich im Grunde genommen belatschern lassen durch seine Vita, guck mal hier und guck mal hier und guck mal hier, das bin ich. Und dann habe ich ihn als Lichtdesigner eingestellt für die Show. Ich habe sie ja produziert. Und habe dann schon nach kurzer Zeit eigentlich gemerkt, aber da konnte ich auch nicht mehr zurück. Dieser Mann ist Gift für die Gruppe. Aber weißt du, das sind dann so Momente. Und nachher, wenn du die Rechnung dir am Schluss anguckst, hat das Millionen gekostet. Und eine falsche Person in deinem Umkreis kann dich ruinieren. Das ist wie einen großen Korb voller Äpfel und du schmeißt zwei Faule rein, die anderen werden auch alle faul, ne? Irgendwann mit der Zeit. Wahnsinn. Darum mein Tipp an junge Leute, das gilt also auch für alles, ne? Also auch für Beziehungen. Ne? Es gibt ja so die berühmte Sache, die Frau trifft dann einen Typen, ne? Und das Bauchgefühl war so eigentlich negativ, aber der hatte dann einen Porsche und der sah ja auch noch gut aus und ne? Und sah knackig aus und dann sagt man, ach ja, ich kann ja mal versuchen. Ne? Und dann nach 2-3 Jahren stellen sie fest, es war ein Arsch. Und sie haben nicht auf ihr Bauchgefühl gehört. Ne? Und darum rate ich immer, wenn das Bauchgefühl, wenn da irgendwas bei ist, wo ihr sagt, ich weiß nicht, dann bitte sofort stoppen. Gar nicht weiter denken, gar nicht euch blenden lassen. Wenn das Bauchgefühl ja sagt, auch nicht blind reinspringen, sondern dann anfangen auch zu rechnen und zu gucken, ist das vernünftig, ja? Aber das ist das Signal, ne? Weil, was meinen wir mit Bauchgefühl? Intuition. Ja. Das, wenn du eine Pro- und Kontraliste machst, würde ich jetzt nach Hamburg ziehen oder nach Bremen. Und du wohnst vorher in München. Dann schreibst du Vorteil auch von Hamburg, Vorteil von Bremen, Vorteil von Hamburg, Vorteil von Bremen. Und dann machst du einen Strich, willst eine Entscheidung treffen und du merkst, der Kopf blockt. Blockiert. Er hört ja auf. Du kannst nur auf dein Gefühl hören. Und wenn du diese Entscheidung dann getroffen hast, dann finde ich das, und das habe ich gerade gelernt, dann musst du nochmal mit dem Kopf nachhaken. Okay, was mache ich denn jetzt? Genau. Aber nicht andersrum. Ne? Genau. Ja. Wahnsinn. Was war dein größter Erfolgsmoment in deinem Leben? Das ist schwer zu sagen, weil es gab so viele, weißt du. Ich merke das immer, wenn meine Emotion irgendwo so hoch geht, dass ich sie kaum ertragen kann. So happy bin ich da in dem Augenblick. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, ich habe mal eine Platte sagst, produziert. Das kennen ja manche gar und, nicht. Und weißt du, wenn du eine Platte komponiert hast und du weißt, wie du sie komponiert hast, nachts, weißt du, im Badezimmer, wo du keinen gestört hast und so, dann wird es produziert und dann plötzlich läuft es auf allen Kanälen und du fährst im Auto über die Autobahn und dann sagt einer im Radio, das klingt also wie ABBA, ja, und das ist deine Platte, die da läuft. Das sind Glücksgefühle, die kannst du kaum beschreiben. Das ist so wie dum, 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 weißt du, so. Wow, ja, das ist einfach nur geil. Ne? Oder du hast, als ich die Show in Berlin produziert habe, die größte Lichtshow, da war der Punkt, dass die Scheinwerfer alle vorher kaputt gingen und die wurden dann am 31. noch repariert und ich wusste gar nicht, ob die Lampen angehen. War das und zum Berlin, Millennium? Millennium, ja, das war die Millennium-Show in Berlin. Die, ne? Millennium-Show Berlin zum Jahrtausendwechsel, das war das habe ich produziert, ja. Das war der größte finanzielle Reinfall meines Lebens. Ja. Ja, weil guck mal, Berlin war neue Hauptstadt damals. Und die Stadt hatte kein Geld, ja, und die Produktion habe ich aus eigener Tasche bezahlt
Und das war mal mit 4 Millionen geplant, aber in der Nacht wollte keiner richtig arbeiten und dann musste ich also teilweise 10-fache Preise bezahlen und das ist mir total entglitten und das endete mit 14 Millionen. Da denkt wahrscheinlich jeder Berliner gerade, das. Die Berliner kennen das wahrscheinlich, dass das, Dinge ja falsch kalkuliert werden in Berlin. Ja, stimmt. Das Beispiel. Was machst du, was ich euch sagen kann, ist, wir sitzen ja gerade voreinander und was Archie hat ist, und das haben ganz wenige Menschen, vielleicht kennst du so jemanden, wenn du jemanden in die Augen guckst, mein Team hinter mir kann das bestätigen, da ist ein Strahlen drin, ja, egal wie er gerade guckt. Und wie gehst du mit negativen Gedanken um? Also ich versuche möglichst, sie nicht an mich ranzulassen. Ja? Also was heißt negative Gedanken? Sind zwei Dinge eigentlich, die kommen. Es sind einmal negative Kräfte, die auf einen zukommen. Ja? Also wenn jemand deine Arbeit abwertet oder wenn jemand, ne, das sind ja auch negative Sachen, die darfst du nicht an dich rankommen lassen. Ja? Und wenn negative Gedanken kommen, dann kommen die ja auch irgendwo her. Und da muss man eben gucken, dass man sich immer da drüber setzt, weil es ist eigentlich immer ein permanenter Kampf zwischen dem, was du mit Kopf beschrieben hast und der Wahrnehmung, der eigentlichen Wahrnehmung. Du kannst auch sagen, es ist ein Problem zwischen dem Verstand und dem eigentlichen Ich, weil jetzt gehen wir ganz tief rein, ja. Ich will eigentlich gar nicht so tief reingehen, aber es ist was Unterschiedliches. Also der Verstand im Grunde genommen ist deine Beeinflussung von deiner Erfahrung her. Du musst dir das so vorstellen, du bist auf der Welt und du hast alles gefilmt, was dir passiert ist. Inklusive allen Wahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken, Entscheidungen und so weiter. So, wenn du jetzt 4-mal mit Mädels Pech hattest, dann gehst du normalerweise auf das 5. Mädel schon mit einer negativen Haltung hin. Ja? So, dann sagt dir der Verstand wieder so, oh, du hast schon 4-mal versucht, beim 5. Mal wirst du schon sehen, was du davon hast. Ja? Das heißt, diese Negativität kommt eigentlich aus unserem Verstand. Aber du bist nicht dein Verstand. Der Verstand ist Teil, wie dein Körper Teil von dir ist. Du bist eigentlich ein geistiges Wesen. Das kann man jetzt Lebensenergie nennen oder Seele oder da gibt es ja ganz viele Begriffe für. Aber die hohe Kunst ist eben, wenn ein negativer Gedanken kommt, dass du dich da drüber setzen kannst. Und das ist nicht immer einfach. Weil manche Gedanken werden dir so aufgezwungen und die wirst du nicht los. Ja? Das ist ja der Grund, warum wir auch so Sachen haben wie, dass wir uns neue Glaubenssätze schaffen. Ne? Wenn du immer sagst, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht und du stellst dich jetzt vor einen Spiegel und sagst dir immer, ich kann, ich kann, ich kann. So, jetzt hast du zwei Sachen, die gegeneinander stehen. So, wer gewinnt jetzt? Ne? Wenn du 20 Jahre lang nicht geraucht hast oder geraucht hast, und hast immer gesagt, Rauchen ist geil, Rauchen macht mich glücklich, nach dem Essen sollst du rauchen oder was weiß ich was, dann hast du ja immer dieses Rauchen als was Positives genommen. Und das ist in deinem Verstand natürlich aufgezeichnet. Rauchen ist toll, Rauchen ist toll. So, jetzt sagst du, jetzt liest du einen Artikel und sagst, Rauchen ist schädlich. Ach ja, und ich merke auch, das tut mir nicht gut, ich rauche nicht mehr. So, jetzt hast du aus dem Verstand dieses 100.000 Mal entschieden, Rauchen ist gut. Und jetzt sagst du, ich rauche nicht mehr. So, wer gewinnt? Normalerweise gewinnt immer der Verstand, weil der schon 100.000 Mal das entschieden hat. Jetzt ist die hohe Kunst, sich darüber zu setzen und zu begreifen und zu erkennen auch, dass du das 100.000 Mal entschieden hast. Weil in dem Augenblick, wo du das erkennst, löst du die Kraft ein bisschen auf. Also wenn du was weißt, was dich negativ beeinflusst, und du weißt, dass das irgendwann mal von dir entschieden wurde, dann hast du ja ein Bewusstsein darüber. Und dann kommt es nicht mehr automatisch als Gegenkraft, sondern dann löst du das auf. Alles, was man sich anschauen kann, dem nimmst du so ein bisschen die Kraft. Ja? Mhm. Wenn eine Unordnung im Zimmer ist und du siehst das gar nicht, dann bleibt die Unordnung bestehen. Aber wenn du jetzt anfängst, Ordnung zu schaffen, dann fängst du an hinzugucken. Und dann fällt dir auf, ach, was macht denn meine Unterhose hier auf dem Boden? Und hebst sie auf. Ne? Und so ist das auch mit negativen Kräften. Das hast du irgendwann mal so entschieden. Weil es kommt nicht automatisch. Wenn es kein Verstand, du hast mir gerade was Tolles gezeigt. Du hast mir gerade ein Foto gezeigt mit dem Typen, der so ein Paket auf dem Rücken hat. Wir blenden das auch gerade ein. Das ist deine Vergangenheit. Ne? Das ist im Grunde genommen das, was du alles gefilmt hast. Und das auch das Negative. Und dieses Säcklein trägst du mit dir. Wenn das nicht da wäre, würdest du heute die 5. Frau angucken und sagen, hey,
du würdest gar nicht mit einer negativen Betrachtung da dran gehen. Was also sehr viel Sinn macht, ist, wenn ein Mensch sich sein Leben lang mit Erfahrungen gefüllt hat, das Glas vielleicht so gut wie möglich einmal auskippen. Ja, und weg damit. Und braucht kein Mensch. Rein. Wir wachen ja jeden Tag auf, körperlich. Wacht jeder Mensch auf. Mhm. Die wenigsten wachen auch geistig auf. Ne? Ja. Dass sie darum sind wir jetzt da. Wir sagen jetzt, ey, Alter. Alter, steh mal auf. Steh mal auf. Wach werden. Cool. So, jetzt muss ich mal gucken, wo mein schlaues Fragenblatt ist. Hier habe ich's. Was ist dein Tipp für alle Menschen, die gerade in diesem Moment oder die gerade in der Lebensphase sind, wo sie unzufrieden sind, die in einem Zustand sind, wo es ihnen nicht gut geht? Mhm. Was würdest du denen raten? Also das Erste ist, mein Tipp wäre, nehmt euch mal die Zeit, setzt euch hin oder geht um den Block, in die frische Luft, geht mal raus. Und ihr müsst eins lernen, wenn ihr unzufrieden seid im Leben, und ich merke immer wieder, Menschen sind nicht nur in einem Bereich unzufrieden. Ne? Das fängt ja meistens beim Beruflichen an, aber es kann auch in der Beziehung anfangen. Kann mit der Schwiegermutter, mit tausend Sachen, mit Freunden, kannst du unzufrieden sein. Und das, was passiert ist, dass wenn du unzufrieden bist, dass deine Aufmerksamkeit immer auf die Unzufriedenheit geht und die Unzufriedenheit wird immer größer. Weil überall da, wo Aufmerksamkeit hingeht, da wird was größer. Ne? Und ein unzufriedener Mensch, der läuft 12 Stunden am Tag rum mit, ach scheiße, verdiene ich genug Geld, ach die Oma, die wollte ich doch gar nicht besuchen, ach dieser Job, der Chef, der riecht mich auf und so weiter. Und was ist es? Sie sind Effekt vom Leben. Sie lenken nicht mehr das Leben, sondern sie werden gelenkt und sie gucken immer nur auf das Negative. Und je mehr du auf das Negative guckst, umso mehr versickerst du. Ja, das ist einfach, das ist eine ganz einfache Sache, das ist Physik. So. Als Tipp, in dem Augenblick, wo du anfängst, dir ein anderes Leben vorzustellen, weil es fängt ja alles erstmal mit deinen Gedanken an, in deiner Gedankenwelt. Die Gedanken sind so quasi die Werkzeuge zu deinem Handeln. In dem Augenblick, wo du deine Aufmerksamkeit auf was Positives richtest und da hinschaust, kommt eine ganz andere Emotion. Guck mal, du hast ja jetzt die Scheißemotion, ne? Alles ist Kacke. So, und jetzt kommt plötzlich der Gedanke, boah, ich könnte Profispieler werden oder was weiß ich. Also eine Vision. Oder du setzt dir ein Ziel. Ne? Du sagst, ich will abnehmen und ich gehe jetzt ins Studio und so weiter und ich werde super aussehen und ich kriege die dollsten Mädels und was weiß ich was. Ja? Diese Vision alleine, jedes Ziel, was du dir setzt, hebt dich emotional nach oben. Weil im Grunde genommen die Unzufriedenheit äußert sich ja in deiner Emotion. Du bist ja hier unten, ne? Kacke, alles scheiße. Guckst dann höchstens auf die anderen und sagst, naja, denen geht es ja auch nicht besser. Das ist dein Trost. Du musst dich ja trösten. Du musst dir ja immer wieder einreden, ne? Du bist ja hier unten, aber du musst dir ja einreden, so schlimm, naja gut, so schlimm ist es auch nicht. Ne? Aber du weißt eigentlich, du bist da. Und warum wir solche Videos machen und warum wir coachen, warum wir überhaupt über diese ganze Thematik reden, ist ja eigentlich, wir wollen den Menschen Tipps geben, dass sie mehr auf die Sonnenseite des Lebens gucken und sich mehr Gedanken machen sollen, wie sollte denn mein Leben aussehen? Wo würde ich mich wohlfühlen? Und du merkst schon, das ist ja genauso wie wenn ich sage, ich fliege jetzt in Urlaub und ich mache mir jetzt Bild, ah, ich bin jetzt in Florida. Ne? Hier schneit es und ah, ich bin jetzt in Florida. Automatisch bist du oben. Ne? Wenn auch nur vielleicht für ein paar Minuten, solange wie du daran denkst. Aber die hohe Kunst ist es im Leben, wenn einer wirklich viel Mist im Leben hat, dass er sagt, okay, abgehakt, ich weiß das, so, Vergangenheit. Vergangenheit, ne, wo wir gesagt haben, abschneiden, das Säckchen. Vergangenheit. Und ich richte meinen Blick jetzt auf die Zukunft und da scheint die Sonne. Und da setze ich mir Ziele. Und da gucke ich, was ist das, was ich täglich mache? Mit wem umgebe ich mich? Was erfüllt mich? Und in dem Augenblick, wo du anfängst zu träumen und zu spinnen, na, deine Zukunft dir auszumalen, in dem Augenblick steigt schon deine Emotion und du kommst in der Skala nach oben. Ich muss es kurz dazu erzählen. Meine Ex-Freundin und ich, wir haben uns mal furchtbar gestritten. Das ist schon 10 Jahre her. Boah, haben wir uns gezofft. Wir haben uns richtig angeschrien. Also so richtig, ich weiß nicht mehr warum. Mhm. Vielleicht hatte ich einen Lappen schmutzig gemacht und nicht weggeschmissen. Irgendwas. Und dann hatte einen Mitbewohner. Und der kam irgendwann rein, hat das mitbekommen, wie wir uns gestritten haben. Und dann sagte der zu mir, ja, dann sagten wir zu ihm, wir streiten uns ständig, was sollen wir machen? Und sagt, er kommt ins Auto.
Mhm. Kommt ins Auto. Dann fuhr der uns 5 Minuten an den See. Mhm. Dann sagte der, wir haben gutes Wetter, geht spazieren, in der Stunde hole ich euch wieder ab. Wenn ihr noch ein Problem habt, reden wir weiter. Ja. Hatten wir dann noch ein Problem? Ich habe so ein 18-Punkte-Programm mal geschrieben, wo ich gesagt habe, was ist, wenn sowas passiert, wenn unerwünschte Sachen kommen, ja? Was machst du? Und da ist mein Punkt Nummer 1 gewesen, erstmal rausgehen, erstmal Luft holen, erstmal tief durchatmen und dieses um den Block gehen oder rausgehen in frische Luft, tief atmen, das verhindert so diese erste Reaktion. Normalerweise, wenn du jetzt schlechte Neuigkeiten kriegst oder wenn du Ärger hattest oder so, bumm, du hängst drin in diesem Gefühl. Ja? Und in dem Augenblick, wo du rausgehst, erkennst du irgendwie, die Welt dreht sich noch weiter. Ja, die Welt geht nicht unter davon, weil den Streit, den ihr hattet, den haben 100.000 Menschen vorher auch schon gehabt. Ne? Ja, mindestens. Und alles ist nicht, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, haben mein Vater immer gesagt. Hat er definitiv recht. Hast du eine Morgenroutine, Archie? Ja, ja. Habe ich, ich versuche immer, das Leben so optimal wie möglich für mich zu gestalten. Und der Zustand meines Körpers spielt eine ganz große Rolle. Das heißt also, morgens ist eigentlich die Zeit, wo ich mich ein bisschen um den Körper kümmere. Natürlich in Verbindung auch mit dem Verstand. Gibt es irgendwas, was mich blockiert? Was ist mein Spiel heute? Also es gibt eine Morgenroutine. Die fängt morgens damit an, dass ich erstmal ein Glas Wasser trinke mit einer frischen Limette. Mhm. Ja, das ist so mein erster Gang. Dann habe ich als zweiten Gang etwas, das ist jetzt sehr speziell, ich habe so Super Greens, das ist so ein grünes Pulver, das mische ich mir in so einer Flasche an, auch mir ein bisschen mit Limette, da habe ich so alle Mikronährstoffe. Das ist eine Routine, die habe ich aus Amerika mitgebracht, weil ich einfach weiß, dass pflanzliches gut ist und das sind alles sehr gute Stoffe, die da drin sind. Also mache ich mir mein Fläschchen und dann nuckel ich dann immer dran. Und dann habe ich eine Routine, ich gehe in die Badewanne morgens. Ja? Ja, ich gehe morgens in die Badewanne. Ich brauche immer Wasser über den Kopf, um wach zu werden. Und ich liebe warmes Wasser, darum liebe ich auch die Tropen. Ne? Ich bin gerne so am Meer, so wenn das Meer schön kuschelig warm ist und die Palmen und Sandstrand. Ich bin so ein Typ, bin kein Bergtyp. Ne? Mhm. So morgens die Badewanne ist für mich die Lesezeit. Ja? Also ich gönne mir morgens mindestens eine halbe Stunde. Ich versuche manchmal eine Stunde. Dann mache ich ein Basebad. Dann mache ich so eine Baselösung, um den Körper ein bisschen zu entgiften. Und das ist meine Zeit, wo ich lese. Ich lese sehr viel so amerikanische Literatur, von Brandon Bouchard oder Darren Hardy, so was gibt's so, was sind die neuesten Bestseller? Die Bücher beschaffe ich mir immer alle, weil ich ein ziemlich breites Spektrum mir aneignen möchte von Wissen. Also das ist die Zeit, wo ich, das ist so meine Quality Time für mich. Da lese ich, aber da mache ich mir auch so Gedanken, was ist jetzt wichtig, Schwerpunkte. Und dann gehe ich an den Computer und da habe ich ein Computerprogramm, wo ich meine To-Do-Liste sozusagen habe, was ist das, was ich erledigen muss heute und fokussiere mich wirklich darauf und nehme mir dann meistens die Aufgaben, die am schwersten sind, zuerst. Eat that frog. Genau, eat the frog, weil dann, das ist so eine Erleichterung, weißt du, früher habe ich immer weggeschoben, ja komm, mach erst das, das geht ganz schnell und das, und dann wird es immer weggeschoben und dann, ja, kann ich morgen machen. Das sollte man nicht machen. Man sollte sich gleich das Härteste vornehmen. Okay, ihr seht hier gerade eingeblendet das Buch Eat That Frog von Brian Tracy, sehr empfehlenswert. Und Brandon Bouchard hast du genannt. Ja. High Performance Habits. Genau. Unglaublich tolles. Hast du noch eine Buchempfehlung in dem Moment? Was ist so eines deiner Lieblings? Was hat dich sehr inspiriert? Von Brian Johnson, das ist ein Typ, der hat ein Buch, das heißt Optimal Living. Und das ist ein kleines Buch, aber das ist so wie eine Bibel, kann man sagen. Das ist ein so ein Dings, so eine, ne? Nee. Optimal Living heißt das. Der hat im Grunde genommen, das war sein Geschäftsmodell, er hat die Erfolgsbücher genommen in Amerika und hat eine Quintessenz daraus gemacht. Und zwar in zwei Variationen. Also ein dickes Buch hat er auf, ich glaube, 10 Seiten reduziert und die 10 Seiten nochmal auf 3 Seiten. Und so hat er alle Erfolgsbücher der letzten 100 Jahre durchgelesen und hat die Quintessenz daraus genommen und hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Du konntest dann Mitglied werden und dann hast du immer die 3 Seiten gehabt von so einem Buch, 7 Habits und so weiter. Da konntest du dann ganz schnell das Wissen dir aneignen.
Und der hat auch dieses Buch gemacht, Optimal Living. Und das ist nur so klein. Das ist noch nicht mal ein Buch, richtiges Buchformat. Und das lese ich immer wieder gerne, weil das ist von den alten Griechen, von Aristoteles bis sowieso bis zur modernen Psychologie, ist da alles Mögliche an Wissen drin. Also das trieft quasi so von Wissen. Und einige Sachen, wir haben ja schon festgestellt, wir wissen es ja eigentlich. Ne? Wir haben ja so ein innerliches Wissen. Eigentlich brauchten wir das alles gar nicht. Aber wir haben so viel vergraben, dass wir auch uns immer wieder daran erinnern müssen. Darum finde ich auch so Videos nicht schlimm, wenn Leute mal was sagen, was jeder sagt, ach ja, das kenne ich ja. Ja, man kennt es, aber setzt man es auch täglich um? Das ist so, ja, darum ist so eine Erinnerung, finde ich, immer unheimlich wichtig. Und dieser Brian Johnson, das eben, dieses Buch liebe ich, das habe ich auch in meiner Badewanne, einfach um mal durchzugucken. Ja? Weil da ist so viel Wahres drin, weil Wissen gab es Jahrtausende. Eigentlich haben wir heute folgende Situation. Wir haben technisch gesehen, gehen wir im Augenblick so ab. Ja? Das ist wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht hinten rüber kippen. Aber in der Erkenntnis der, also unserer, ich sage mal, was früher bei den alten Griechen zum Beispiel die Werte, Werteleben, Ethik, solche Begriffe, die verkümmern ja bei uns. Guck dir mal heute das Unterhaltungsniveau an. Ja? Es geht ja wahnsinnig runter. Letzte Woche mal versucht, mit meiner Freundin einem Freitag ins Fernsehprogramm zu schalten. Das unglaublich, ne? Wirklich. Was für ein Schrott. Man denkt sich, das guckt sich doch aber kein Lebenswesen an. Aber die Leute müssen, es würde ja nicht ausgestrahlt werden, wenn Leute sich nicht sowas angucken würden. Ne? Aber sag mal so, diese Dinge, die für mich also auch für ein glückliches Leben wichtig sind, so wie Werte leben oder ein Mann, ein Wort, weißt du, ich brauche keine dicken Verträge. Ne? Ich will den Menschen in die Augen schauen und wenn mein Bauchgefühl sagt, der ist gut, dann sage ich, komm, lass uns machen. Mein Ersatz dazu, wenn du dicke Verträge brauchst, mach mit diesen Leuten keine Geschäfte. Ja. Also wenn du denkst, du brauchst sie. Ja. Geht nicht immer, aber meistens, also in den meisten Sachen schon. Meistens kriegst du auch Ärger mit den Leuten, wenn du dicke Verträge unterschreibst. Ja, das ist so, ne, wenn die damit. Also ankommen. Meine erfolgreichsten Sachen waren auch mit meinen Vertretern. Wir haben, komm, give me five, komm. Ja, ja? Auf jeden Fall. Hanseatischer Kaufmann, so, ne? Man steht beim Pinkeln und sagt, machen wir. Ja, machen wir. Okay, ja? Verabschiedet. Ich hatte mal einmal, als ich angefangen habe mit einer Grußkartenfirma, hatte eine amerikanische Firma, die gerade Nummer 1 war, hatte mir angeboten, ich könnte die Vertriebsrechte haben für Deutschland. Das hat mich unheimlich geehrt. Ich habe gesagt, was? Wow. Und dann schickten sie mir einen Vertrag und der war wirklich so dick in Englisch. Da musste ich einen Anwalt für beschäftigen. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, also ich mag sowas nicht. Ja. Und deswegen hast du es nicht, das ist allein das, und wenn du dich nur das aus dem Video rausziehst, ich mag sowas nicht. Ich fand das eigentlich geehrt, ich mag sowas nicht, dann habe ich es dann nicht gemacht. Ja. Das ist so schön. Ja, das ist aber auf sich selber zu hören, weißt du, das ist dieser Begriff persönliche Integrität versteht heute keiner mehr so richtig, weil Integrität, was ist das, kann man es essen? Ja, aber es ist einfach diese Wahrnehmung, von der wir dauernd reden. Ne? Wenn du wahrnimmst, das ist nicht gut für mich und wenn du es dann trotzdem machst, dann gehst du den Bach runter und du fühlst dich scheiße. Und das ist Integrität. Und weißt du, da kann das Angebot noch so toll sein, du kannst dich noch so geehrt sein, fühlen, aber wenn dein Bauchgefühl sagt, nein, solltest du es lieber lassen. Schau mal, was ist denn aktuell, jetzt gehen wir mal, wir waren jetzt so viel in der Vergangenheit, natürlich auch in der Gegenwart, aber was ist denn aktuell jetzt? Noch drei Fragen. Was ist aktuell dein größtes Ziel? Also ich habe ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wenn du dein Leben mal durchscannst, dann sehe ich bei mir eine Entwicklung. Ja? Und die Entwicklung ist, dass sich mein Bewusstsein auch verändert und daraus resultierend auch meine Ziele verändern. Also ich kann dir mal kurz sagen, jeder Mensch beschäftigt sich vielleicht mit dieser Sache, so was ist mein Ziel im Leben, was will ich überhaupt, ne? So, und als Grußkartenfirma, da wollten wir die Kommunikation der Menschen untereinander verbessern, ne? Weil eine Grußkarte, wenn ich dir eine Grußkarte schicke, dann fühlst du dich geehrt und sagst, ach, finde ich ja nett, dass der Archie mir eine Grußkarte schickt. Man schickt gute, ne? Energie rüber. Gute Energie rüber. Ist also eine gute Tat, ne? Kann man sagen. Also jetzt so ich als Creator, wenn ich sowas in die Welt setze, kann ich sagen, boah, fühle ich mich gut drüber, ich habe was Gutes geleistet. Ne? Aber die Frage ist natürlich, wenn du dann älter wirst und dich mehr mit der Thematik auseinandersetzt, stellst du die Frage, kann ich nicht noch größere Wirkungen erzielen, als Grußkarten zu machen? Ja? Und dann hatte ich so diesen Purpose, also das Ziel oder Zweck,
Spaß und Freude den Menschen zu bringen. Weil ich habe ja Babymusik gemacht und Höschen und Böschen und Motzpuppen. Und es war immer Spaß und Freude bringen. Da bin ich drauf gelaufen. Ja? Und jetzt, wo ich 70 bin, wo ich so ein Philosophenalter erreicht habe und wo ich sagen kann, ich habe so viel ausprobiert im Leben und ich habe so viel studiert, es wäre schade, wenn ich das nicht weitergeben könnte. Und das hat angefangen mit meinen Kindern, dass ich gesagt habe, irgendwie will ich meinen Kindern das weitergeben. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nur den Kindern? Weil das ist ja für alle möglichen Leute interessant. So, und heute ist mein Ziel oder das Spiel oder die Herausforderung ist einfach, ich möchte, wahrscheinlich so ähnlich wie du, ich möchte den einzelnen Menschen etwas, eine Botschaft bringen und die heißt so quasi, entwickel das Beste so oder mach das Beste aus dir oder mach dein Ding oder nutze deine Fähigkeiten und Talente, deine Einmaligkeit, um ein Leben zu führen, wo du wirklich glücklich wirst. Weil ich glaube, dieses Thema glücklich sein, letztlich kannst du nicht glücklich sein, wenn du dich dauernd verrätst und mit dem falschen Partner zusammen bist, im falschen Beruf, am falschen Ort. Ja, das geht nicht. Und zu sich selber zu finden oder das Beste aus sich rauszubringen, das ist eine stetige Entwicklung. Und das Spiel wird auch größer. Ich habe jetzt 1 Milliarde Grußkarten gemacht. Ja, das ist natürlich von der Quantität schön. Aber ich denke, ich kann noch größere Spiele spielen und die noch mehr Wirkung haben in Richtung auf Verbesserung des Lebens. Weil ich glaube, wir sind in so einem Wettlauf zwischen dem Guten und dem Bösen. Und wir haben so diese ganze technische Entwicklung. Wir müssen aufpassen als Menschen, dass wir nicht untergehen. Ne? Weil die Zukunft im Augenblick, wenn ich das jetzt mal so kurz einwerfen darf, ja, was ich weiß, was alles schon abgeht auf der Welt, gehen wir in Richtung von absoluter Kontrolle. Ja? Dass die Technik so eingesetzt wird, dass wir kontrollierbar sind. Unsere Gesichter werden gescannt, wir werden verfolgt, wo wir hingehen, was wir machen, was wir tun. Genau. Man wird merken, wie denkt der, den ziehe ich aus dem Verkehr. Es geht um Kontrolle. Ja? Und wir müssen als Menschen aufpassen mit unseren, das sind ja unsere Vorteile, die wir gegenüber Maschinen haben oder Artificial Intelligence. Wir haben Gefühle, ja? Wir können spontan sein, wir können verrückte Sachen machen. Wir sind keine Maschinen. Ja? Wir müssen aufpassen, dass wir uns das Konzept nicht außer Hand nehmen lassen. Und dass dieses Ganze, die Menschlichkeit und die Emotionen, guck mal, wir können traurig sein. Eine Maschine wird nicht traurig sein. Ne? Die wird nicht anfangen zu heulen, es sei denn, sie ist programmiert zu heulen. Ne? Aber ich denke, deine Frage war eben zum Ziel des Lebens oder Aufgabe oder wie werde ich meine Zukunft verbringen. Ich werde meine letzten Jahre, das klingt so blöd, aber die Jahre, die ich noch habe, ja, werde ich darauf verwenden, Bücher zu schreiben, Leute zu coachen, Seminare zu machen. The Art of Living ist ein Seminar, was ich in den Philippinen immer mache, um einfach die Menschen vorzubereiten auf die Zukunft und sie stark machen. Dass sie aus dem, ich sag mal, aus den niedrigen Emotionen, vielleicht auch aus dem Versagen, rausbringe, ihnen Mut mache, ihnen helfe, ihre Talente zu erkennen und sie nach oben zu bringen, dass sie emotional wieder Spaß am Leben haben. Das ist so das, was ich gerne machen möchte. Was würdest du sagen, braucht man? Hier die Frage steht wörtlich hier, ja. Braucht man einen Mentor? Mann ist ja ein wunderschönes Wort. Braucht jeder unser Zuschauer, jede unserer Zuschauerin, braucht jeder Mensch einen Mentor? Was heißt das überhaupt für dich, einen Mentor haben? Braucht man einen? Oder? Ich fürchte ja. Ich sage, ich fürchte. Nein, ich denke, es ist leichter. Weißt du, es ist so wie mit einem, was wir im Kleinen sehen, wenn ich zum Sport gehe. Ich weiß, was gut ist. Ne? Und dann mache ich auch für meine Faszien, habe ich meine Rollen, ja, meine Faszienrollen und es schmerzt. So, und wenn ich es alleine entscheiden kann, dann sage ich, ach nee, mache ich heute nicht. Okay. Wenn ich einen habe, der sagt, komm hier, jeden Morgen, der drillt das so lange mit mir, bis es Morgenroutine ist, wie Zähne putzen, ja, dann klappt das. So, und was das Leben angeht, finde ich, das Leben ist so, also verändert sich auch so schnell, also es gibt kaum Menschen, die noch richtig mit der Geschwindigkeit mitkommen. Ich bin also in allen möglichen Zukunftsforen und habe so viel Material, was ich täglich lesen muss. Und da sehe ich, was jeden Tag an neuen Ideen entsteht und wie die Welt sich verändert, ja. Und ich denke, ein Mentor gibt ja seine Lebenserfahrung mit in diesen Topf, ja, und vermeidet, öffnet dir die Augen zu vielen Sachen oder lässt dich gucken. Du sollst es ja nicht so leben wie der Mentor unbedingt, sondern ein Mentor versucht, deine Besonderheit rauszukitzeln
und versucht, dich vor Schaden zu bewahren, indem er dich gucken lässt. Ja? Und das ist eine unheimlich große Hilfe. Und da hat die Schule, wie gesagt, versagt. Ja, absolut. Und deshalb würde ich mir immer dann Leute aussuchen, die weiter sind und von denen ich was lernen kann. Ja? Und einen Mentor zu haben, ist, glaube ich, etwas, wenn man einen guten Mentor findet, ist das Leben einfach einfacher. Ne? Ich meine, im Kleinen ist es ja so, wenn du ein Problem hast und du weißt nicht, was soll ich jetzt machen im Leben. Da hilft ja auch manchmal schon ein Gespräch mit einem guten Freund, wenn der Freund gut ist. Ja? Wenn er gut ist. Wenn er gut ist. Ja, das hilft schon mal, einfach sich mal auszutauschen, weil alleine bist du dauernd am Rumdenken, ja, was mache ich denn jetzt, das könnte ich machen. Ich weiß noch, wie das bei meinem Sohn war, diese Gespräche. Der sagt, ja, ich könnte das machen. Ja, und dann, die Leute haben ja alle keine Technologie. Technologie im Sinne von, ja, wie gehe ich denn jetzt vor? Wie finde ich denn jetzt auch raus, was ich machen will? Ja, und da gibt es halt Systeme, die man benutzen kann, um das rauszufinden. Und das sind alles immer nur Fragen. Dir sagt keiner, Junge, mach das, so wie die Väter das lieben, in einer guten Absicht natürlich, in der guten Absicht. Sondern die stellen eher die Frage, ne? So, wo hast du Bock drauf und wo sind deine Fähigkeiten und so weiter. Und darum, ein guter Mentor, der dir gute Fragen stellt, hilft dir ungemein. Archie, wo können denn, ihr merkt, das war jetzt ein ganz anderes Video, also auch vom Stil her, wir haben normal kein Interview, ja. Keine Interviews hier, als es sonst war, wir sind sehr tief gegangen, ja. Unglaublich beeindruckend, wie gesagt, mir wurde gestern gesagt, ich kriege eine tolle Energie hier, muss ich wirklich sagen, die habe ich bekommen. Jetzt ist die Frage, meine Zuschauer, wo finden die dich denn? Ja, also ganz einfach, ne? Facebook natürlich. Archie und das geile Leben ist mein neues Archie Buch. Und das geile Leben, wir haben das hier auch eingeblendet und verlinkt auf jeden Fall. Unter dem Video findest du auch alle Infos. Und Achim Perleberg ist meine private Facebook-Seite. Dann bin ich jetzt neu bei Instagram. Das ist ja auch für mich neue Welten. Ja, ich muss das bei auch mal YouTube machen. Bin ich auch ganz neu. Bei YouTube, du hast auch einen YouTube-Channel. Ja, habe ich auch. Mhm. Okay, den verlinken wir dann natürlich auch hier. Super. Das heißt, guck dich da um, Wege zum Glück, Wege zur Inspiration, Wege zu einfach mehr im Leben. Gibt es einige, manche sind gut, andere sind besser. Der hier ist auf jeden Fall, also ich habe es gestern Abend schon abonniert und das solltet ihr alle auch tun. Lieber Archie, ich danke dir sehr für das Interview. Es war toll, danke dir. Richtig cool. Und super. Bis bald, Lauter. Ciao. Leute, haut rein. Ciao.